Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem werten Zwergcube. Moin. Hallöchen! 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 Interessant, mittlerweile ist wichtig unser Schiff 0 Kilo. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Nein, das kann nicht sein. Jetzt steht hier gerade 0 Kilogramm. Das kann doch nicht sein, weil... Eigentlich kann das auch nicht sein, nein. Wir wissen doch das alle. Stahlrohrherstellung. Also selbst wenn das Eis schon verarbeitet worden, aber hier steht wirklich gerade 0 Kilogramm rechts. Schon seltsam. Das hat irgendwann angefangen. So, was haben wir denn jetzt wieder hier? Wir haben 238.000 Eis im Frachtcontainer und... Jo. Ich sollte auch aufhören zu bohren, weil der Frachtcontainer hat jetzt 101.000 von 156.000. Also ich habe 238.000 Eis drin und 37.000 Gold. Damit höre ich jetzt erstmal auf, nach Eis zu bohren und fliege mal durch die Gegend. Platin! Ja, so in der Art vielleicht. Vielleicht kriegen wir ja Platin. Ich habe noch eine Idee, was ich hier mache, weil sonst schaut das so doof aus, wenn das so ein reiner Kastenbau ist. Das mag ich ja auch immer nicht. Da muss noch ein bisschen Stil hin. Und vor allen Dingen eine Sache mache ich auf jeden Fall noch. Hier kommt noch ein Master, also so ein Power-Knopf kommt hier noch an die Base, der alles auf Energiesparmodus stellt. Okay. Weil so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir werden diesen Knopf brauchen. Neu von aktueller Position. Da haben wir ein Asteroid mit FE, mit H2 und mit AU. Aurum war ja Gold. Genau. So, Dankeschön. Tja, ich hatte mal die Zuschauer gefragt, woran man einen Platin-Asteroiden erkennt. Und da habe ich auch eine Antwort bekommen. Nein. Aber ja, was? Doch. Woran erkennt man? An Preisschild. Oh. Oh. Ich finde, da ist immer Verlass drauf auf diese Leute. Immer, ja. Immer. Immer. Wenigstens was dumme Antwortlage. Aber die fand ich, ich musste lachen. Super. Grandios. Das ist total entwaffnendes Argument. Ja. Gut, so, das läuft. Okay, jetzt haben wir hier schon mal den Außenbereich. So, und dann kommt hier jetzt auch nochmal ein Rotary Airlock hin, weil das ist ja auch wieder eine Außentüre ist. Ich will mal wissen, wie weit der noch weg ist, der Asteroid. Weißt du nicht, dass das so ein ganz kleiner ist und ich gleich dran zerschelle? Das ist unsere Solarfarm, die wird ja auch größer. So, weil Raffinerien sind ja ein teurer Spaß. Die lasse ich, die wollte ich dich eigentlich bauen lassen, weil du am sparsamsten baust. Hä? Wieso? Verstehe ich nicht. Wieso baue ich denn, wie kann ich denn sparsamer bauen als du? Ich baue immer viel zu aufwendig. Du sollst nicht aufwendig bauen, du sollst vielleicht die Verbesserungsmodule ranmachen. Ja. Und da wird es dann immer schwierig. Wenn du drei Raffinerien baust oder ich stelle drei Raffinerien, kosten die gleich viel irgendwo so. Also, bau die mal ruhig. Okay. Du bist ja da. Ich bin jetzt noch mindestens diese Folge unterwegs. Denke ich mir mal so. Dieser Welt. So schnell bin ich, glaube ich, nicht zurück. Ich will ja Platin finden. Wir brauchen Platin für Ionen. Antrieb. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz schwebend das Ganze bauen. Weil ansonsten habe ich nämlich immer das Problem, dass die Anschlüsse nicht passen. Und die dürfen nicht ganz rar in den Raum, sondern die müssen ein bisschen abgesetzt sein. Weil sonst geht das nämlich nicht auf. Die müssen immer gleich gebaut sein. Ah, das ist falsch. Eins vor. Da einer von uns muss halt durch die Gegend fliegen und Platin suchen. Ja. Gibt ja keine andere Möglichkeit. So. Der erste Generatorblock ist quasi fertig, aber das wird teuer ohne Ende, ich sag's dir, Will.
Okay. Aber dafür können wir halt jetzt unsere Ressourcen, die wir halt auch haben, dann an die Base auch verbinden. Wenn das fertig ist, dann haben wir halt eine irrsinnig schnelle Geschwindigkeit, Ressourcen zu verarbeiten. Boah, dann ich fliege gerade irre weit an diesem Asteroiden vorbei. Trotz Dampeners und Vollgas in die andere Richtung. Wenn du ein bisschen, ein Mühe nur eingelagert hast in deinem Schiff, dann geht das halt echt in die Hose. Da fliegst du ewig. Ja, und dann dauert halt so ein Anflugmanöver. Das kostet natürlich dann auch. So, wir brauchen jetzt noch Stahlplatte und Stahlrohr groß. Mehr brauchen wir gerade nicht, okay. Und ich glaube, das sieht man noch recht weit von dem Ding entfernt. Ich bin mir da nicht so sicher. Also hier ist nochmal eine Eisfläche dran. Das könnte ich mir für den Rückweg mal merken. Aber hier war noch irgendwas anderes. Wahrscheinlich ist es Eisen oder so. Aber... zwei Stahlplatten. Yay! Eisfläche und... na... wie gut, dass ich die Kamera aus habe. Ich drehe wieder den Kopf, weißt du? Ist das weiter links? Kopf knicken? Ja, kennst du das, wenn man so richtig mitgeht? Ja. Kenn ich viel zu gut, leider. Und hier war doch irgendwas Rotes. Hier war irgendwie so ein Loch zu sehen von außen. Auf welcher Seite war denn das? Ich hab das doch ganz genau gesehen. So, jetzt brauchen wir nur noch Stahlplatten. Wunderschön. Das hat eine komische Form. So, und unsere Produktion sollte hier auch mal ein bisschen ticken besser laufen. So 5.000, 6.000 Stahlplatten brauchen wir locker noch. Ach, ist wieder Eisen drin in dem Ding hier. Wie ärgerlich. Ich steige aber mal aus, glaube ich, eben. Ja. Guck mir das mal an. Bell, tu's nicht! Steig nicht aus! Ist der Weltraum! Doch, ich bin schon ausgestiegen. Aber es ist der Weltraum. Ich bin hier der Aussteiger. Der Aussteiger. Ja, ist alles Eisen, 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 Eisen. Shit, das war's. Im Großen und Ganzen. Wir haben keine Stahlplatten mehr. Wie? Aber wir haben nur noch Eisen, oder? Ja, Eisen haben wir schon noch, aber die Stahlplatten... Oh, Platin. Wo? 18 Meter. Das da ist Platin? Nein, so wenig ist das. Das ist mein Handbohrer jetzt, du. Die Panzerung dafür, okay. Ja, Platinerz. Das ist echt so wenig. Im Naquader versteckt hier. Boah, ist gemein. Unglaublich. Obwohl, weißt du was, da versuche ich mit dem Schiff reinzukommen. Auf der Seite, Sekunde. Also, hier ist noch eine große Öffnung. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist das Schiff? Da oben. Dann müssen wir... ach nee, Quatsch, das müssen wir anders machen. Einfach nur nach vorne. Sein. Und hier runter, ne? Wenn mir die alles täuscht. Genau. Anhalten, Schiff anhalten. So. Und jetzt ganz vorsichtig rein manövrieren. Platin und Aquara und Eisen. Das ist natürlich eine schöne Kombo, ne? So ja, genau, ist ein schönes Ding. Nebeneinander. Es ist so stockdunkel hier drin. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Wo war denn jetzt das Platin? Hier ist alles voll Aquara. Cool. So. Aber wo war das Platin denn? Wo war es denn? Wo ist es denn hin? Also, oh, unsere Batterien laden sich mittlerweile schön auf hier.
sind in einer Stunde mit der aktuellen Beladung sind die voll. Auf der anderen Seite brauchen wir unfassbar viel mehr Batterien, um diese Base überhaupt mal betreiben zu können mit Solarenergie. Ist das so, ja? Ja, ja, das Problem ist, es gibt fast nichts, selbst wenn wir Energiesparmodule an unsere Raffinerien dran klatschen und die voll mit Energiesparmodulen machen. Wir werden trotzdem einen Energieengpass kriegen, weil wir haben nur 4 Batterien an dem Ding dran. Ja, 4 reicht noch nicht, aber 6. Ja, naja, ich glaube eher, dass wir da deutlich mehr brauchen. Weil da also sie laden sich ja auch wieder auf, so wäre es ja nicht, weißt du so. Ja, also das Ziel... Sie muss ja nicht 24 Stunden durchproduzieren. Wenn sie jeden Tag 4 Stunden produziert, ist auch super. So viel Materialien haben wir ja gar nicht. Wir können ja gar nicht so viel Material regelmäßig da reinwerfen. Ja, ich habe der Meinung, ne? Das ist ja, die kriegt ja immer pulkmäßig. Das ist ja das Problem. Die kriegt ja pulkmäßig, wenn wir jetzt mit dem Stargate rüberkommen mit einem Frachtschiff. Genau. Und dann kriegt die halt pulkmäßig einen großen oder wie auch immer mehrere kleine. Ja, dann warten wir halt irgendwie 3-4 Tage und dann ist verarbeitet, oder? Genau. Das Einzige, was ich halt noch vorhab, ist mal zu gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass unsere Geschütze separat laufen. Dass die an einer komplett eigenen Batterie dranhängen. Mhm. Dass wir die quasi so bauen, dass die irgendwie nicht ganz, oder dass die Batterie halt irgendwie nicht, das geht da eigentlich nicht, weil das gleiche Grid ist. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich habe mir da schon so eine Art kleine Mini-Geschützplattform überlegt oder sowas, dass halt, wenn dann jetzt wirklich mal ein Feindschiff kommen sollte, dass das halt einfach gleich weggefeuert wird. Okay, hier sind Unmengen an Platin, glaube ich, drin. Mhm. Ich mach mal voll mit Platin, ne? Mach mal voll, das kann man immer brauchen. Achso, wir können ja nicht weiter. Wir brauchen Platin so dringend. Ja. Ich weiß halt nur nicht, wie viel man braucht für so ein paar Triebwerke, weißt du? Wie viel da wirklich bei weggeht. Nachdem wir noch gar nichts davon haben und ich glaube, also wenn ich jetzt mal so eine Prognose abgeben müsste, würde ich sagen, mach voll das Ding, ja. Weil wir wissen nicht, wie viel wir A noch brauchen davon oder wie viel es generell uns das alles kostet und deswegen, was wir haben, haben wir. Ich würde ganz unspektakulär rangehen und einfach mitnehmen, was jetzt gerade geht. Und wenn du sagst, jetzt habe ich keine Lust mehr, dann... Ich muss den gleich markieren, den Asteroiden. Ja. Ich mach den so voll, wie es geht. Das ist zu wertvoll gerade. Das Naquada lasse ich auch links liegen. Da habe ich auf halbem Wege nochmal ein Naquada gefunden. Das muss ich nicht von hier, aber hier ist auch ein riesiges Naquada-Vorkommen. Okay. Oh, an der Stelle ist Platin auch schon alle. Okay. Also Herstellungskomponenten fehlen auch ein bisschen. Wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir hier auch produzieren. Also an unserer Raffinerierungsbase, da, ob wir da nicht auch herstellen. Wäre zumindest mal eine Überlegung wert, glaube ich. Ob wir was? Nochmal. Dort auch produzieren. In der Basis? Ja. Dass wir zum Beispiel so Dauerbrenner wie jetzt Sachen wie jetzt, keine Ahnung, Stahlplatten oder sowas da herstellen lassen. Könnte man auch machen, ja. Weil dann baue ich also nämlich da noch einen kleinen Zwei Produktionsanlagen kannst du ja ruhig hinstellen. Genau, sowas dachte ich auch, ja. Weil das ist mit Sicherheit kein Schaden, wenn man hier dann wirklich herkommt und sagt, okay, ich lade jetzt mal quer ein und dann nimmst du halt dann sowas wie jetzt, keine Ahnung, wie jetzt eben Stahlplatten mit, weil du brauchst immer massiv viele Stahlplatten. Für alles eigentlich. Herstellungskomponente, interne Panzerung, okay. So. Okay, Schiff ist voll. Yay! Ja, die Bohrer können, glaube ich, noch ein bisschen was aufnehmen. Ja, die Bohrer können ja noch was aufnehmen, ne?
Aber dann bring ich nach Quada mit. Noch ein bisschen. Weil, wenn, für den Fall, dass die Burra dann doch. Also, ich möchte nicht, dass irgendwas verloren geht von dem Platin. Das wäre halt doof. Das würde ich nicht cool finden, wenn das von dem Platin verloren geht. Ja, Platin, dafür ist Platin auch einfach schlicht zu wertvoll. Yep. Oh, ich muss mal da zurück. Die Burra abgefahren. Also. Ach, kein Ärger, du. Und die Burra sollten ja auch noch was aufnehmen können. Hm? Und das bisschen Laquada, was ich mitgenommen hatte, hatte ich mit dem Handbohrer mitgenommen. Jetzt überleg mal, was ich hier gleich vermengen anbringe. Ja, dann wäre es fast im Überlegen, ob du die nicht gleich in die Base. Wir haben hier sind ja zwei große Frachtcontainer am Schiff, ne? Ja, ja, der ist riesengroß. Deswegen Scheiße, ist der auch so ungelenkt. Ich habe nur einen voll. Ah, macht doch nichts, Val. Das ist kein Problem. Nee, nee, aber dann kann ich ja noch viel mehr Platin mitnehmen. Wobei, wie gesagt, denk dran, unsere Raffinerien sind permanent auf Maximum ausgelastet am Schiff. Ja, da könntest du schon mal ein paar Effizienzmodule reinpacken oder ein Geschwindigkeitsmodul. Ich habe gerade die Idee, dass wir das ohnehin gleich ganz anders machen, sondern dass du gleich an der Base andockst. Ich bereite das gerade vor. Ach so, ja. Kann ich natürlich machen. Weil dann wie gesagt, generell auch sollten wir alles mit Modulen vollpflanzen. Es ist ja das kommt ausgeschmissene auch, Zeit. So viel kosten die Module ja auch nicht. So, also jetzt brauchen wir erstmal einen Pisten. Das ist, Kolben heißen die Dinger, ja. So, Kolben. Und zwar machen wir das auf eine extra auf so ein Ding drauf. Wie lange brauchst du ungefähr noch? Damit ich weiß, wie lange ich Zeit habe. Also ich bin noch nicht komplett voll, aber ich könnte mich jetzt auch auf den Rückweg machen. Du. Nee, lass. Ich brauche so viel Zeit, wie ich kriege, nehme ich. Ach so, so sieht das aus. Ja, ich brauche... Ich brauche noch lange. So. Sind denn da genug Frachtcontainer, dass man das dazwischen lagern kann? Oder das ist genau das. Ich arbeite an genau all diesen Baustellen gerade parallel. Okay, alles klar. Deswegen, das ist ja nur eine Frage gewesen. Ich will ja gar nicht hetzen. Wenn das in 3 Minuten fertig ist, ist alles ein Ordnungswerk. Was? Zum Teil? Zum Teil, sehr schön. So, also der erste Teil ist schon dran. Ab jetzt könnten wir sogar das große Schiff nochmal anstöpseln. Und zwar ganz bequem. Ich brauche nur eine Kontrolle unten. Wie, was meinst du, wir können das große Schiff anstöpseln? Naja, wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen und unser Mutterschiff mit der Base verbinden. So, jetzt muss ich erstmal ganz kurz den Knopf 1 konfigurieren. Kolben. Du meinst, weil in der Basis schon mehr ist als auf unserem Mutterschiff und das würde sich schon lohnen, oder wie? Ja. Nö, ich meine, die Base hat jetzt theoretisch die Möglichkeit, über einen Kolben mit unserem Schiff verbunden zu sein. Bei Energieknappheit zum Beispiel wäre das so eine Möglichkeit, um unsere mit den Reaktoren aufzufüllen. Übrigens hatte man dir übrigens recht gegeben bei mir in den Kommentaren. Die Basis im Donut wäre halt cooler gewesen und sonst hätte ich ja einfach mal so eine lange Reihe Stahlblöcke für die Solarzellen nach oben legen können. Habe ich aber leider nicht gemacht. Tut mir leid. Ja, haben sie auch recht. Wir können diese Base ja durchaus noch durch den Donut durchziehen und einen Hangar reinbauen, mit dem man dann quasi über den. Wir haben ja die Liftmodule und könnten ja in den mit einem Lift nach unten gehen in den Donut. Und dort dann einen Hangar reinbauen, wäre auch kein Problem. Also, die Base, wir können da die nächsten 3 Jahre dran verbringen, glaube ich. Also, das ist Zeit auf jeden Fall. Naja, Zeit ist immer offen, ne? Irgendwie. Ja, also möglich ist alles, wenn man möchte. So, mein Lieber. Jetzt 80 Tonnen wiege ich jetzt. Ja, ich baue jetzt mal einen großen Frachtcontainer hier rein. Das sollte eigentlich, einer sollte hier locker reichen, denke ich. Weil die Dinger sind ja wirklich groß. Müsste jetzt auch klappen eigentlich.
Ich weiß nicht, ich habe hier auch einen großen Frachtcontainer dran. Nee, aber das ist ja ein sehr groß, also das ist im Verhältnis nochmal ein größerer. Ach ja, das ist ja ein kleines Schiff hier, ja, ne? Herr Bohrer. Und wenn wir da jetzt einen großen Frachtcontainer dran schmeißen, dann sollte der eigentlich, der hat ja, ich weiß nicht, wie viel Kapazität der hat, der ist auf jeden Fall riesengroß. Also ich könnte immer noch ewig bohren, bis das Ding hier mal voll ist. Ja, aber denk trotzdem dran, möchte ich, glaube ich, gleich mal zurückkommen. Was? Denk dran, was? Denk an die Schwerkraft von dem Ding. Wenn der voll ist, dann fliegt er sich wie ein schwebender Backstein. Ja, aber wir sind doch im Weltall. Ja, aber die Trägheit hat er trotzdem drin. Bis du den runterbremst, das zieht sich. Naja, gut. Aber fliegt sich halt wirklich echt scheiße dann noch. Das ist ganz ehrlich. Kann man ja mit mehr Triebwerken mal gegensteuern, ne, oder? Wäre eine Möglichkeit, aber bisher, das war ja auch eine Schnellkonstruktion, nachdem wir unseren ersten verloren hatten. Weil, wenn du dich erinnerst. Deswegen, die habe ich ja schnell gebaut, damit wir irgendwas... Nicht schon wieder. Echt jetzt? Ach komm, Zwerg. Hatten wir denn jetzt noch genug Eisen oder nicht? Eisen hatten wir generell genug, ja. Ist einfach die Produktion, die nicht hinterherkommt. Alles klar. Pass auf, ich komme jetzt mal zurück. Aber ich markiere mir den hier. Ja, den muss ich mir markieren. Den hier muss ich markieren. Ich muss mal gucken, wo ich hier gleich... Ah, oh, da geht's raus. Sehr schön. Warum sind die Dämpfen das? Oh. Ach, wir haben Eisen ja eh in unserem Donut drin. Sehe ich gerade. Body Location, da muss ich hin. Warum auch immer ich... Ja, okay. So, also, GPS. So, neu von aktueller Position. So, pass auf. Ast. PT ist Platin wahrscheinlich, ne? FE und dann gibt es hier, glaube ich, noch Eis, H2. Das ist der Beste. Das ist der Ast. Da mache ich mal ein Plus vorne. Weil das ist ein guter. Der Beste, ne, ohne der Scheiß. Besten. Genau, das ist... Ich merke schon ein bisschen, du bist auch mit dem Asteroiden so ein bisschen in Love. Ja, der war bisher nur gut zu mir. Oh. So, ich komm zurück. Okay, Herstellung, interne Panzerung. Wo geht's denn hin? Such noch ein bisschen. Was ist das denn da in 10 Kilometer Entfernung? Sind 5 Friendly Signals, ZVF-Antenne 3. Ja, das sind wir. Ja, ne? Ja. That's where you live. Ja, verstehst du? Wie können da 5 freundliche Signale sein? Ja, alles zusammen. Wie alles zusammen? Ja, das ist die ganze, unsere ganze Expedition. Nein, sie müssen da nicht 5 Antennen auch sein? Ja. Boah, die Beschleunigung ist mega, ne? Ja. Ich brauche ewig, bis ich voll bin. Bis ich Vollgas gegeben habe. 39, 40, 41, 42. Aber das ist gar nicht so weit. Ich beschleunige jetzt nur auf 45 Sachen, weil du bist nur 10 Kilometer entfernt. Jetzt fehlt mir echt das Stahlrohr klein. Ich werd zum Tier hier. 9 Kilometer. Ich lass mich mal so treiben, glaube ich. Obwohl, ich gebe Gas ein bisschen. Ja, ein bisschen geht schon. Ja, ich muss gleich runterbremsen, ne? Ja, wir müssen vor allem die Folge runterbremsen. Ja. Ja, dann bremsen wir die Folge mal runter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns. Und dann nehmen wir gleich weiter, wenn ich mich der Basis annäher, dann werden wir bestimmt weiter aufnehmen. Aber die 8 Kilometer können wir ja nochmal eben überspringen. Und die 8 Kilometer, die ich an vorbeifliege, die können wir natürlich auch überspringen. So sieht's aus. Okay. Gut. Cool, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.